Heute 9 Uhr im Landgericht Nürnberg. Es beginnt der Berufungsprozess gegen Rainer Winkler, besser bekannt als der YouTuber Drachenlord. Während er im Gerichtssaal auf den Beginn der Verhandlung wartet, versammeln sich draußen Polizisten und etwa 100 Schaulustige und Hater. Menschen, die Rainer Winkler hassen, ihn mobben oder sich über ihn lustig machen. Ich glaube, was hier passiert, das bewegt ganz Internet-Deutschland. Wenn man das verpassen würde und die Chance dazu hätte, dann würde man sich sehr ärgern. Das ist Wahnsinn, das ist ja das Ende einer Ära, wenn der Mann wirklich in den Bau geht, auf Deutsch. Also, das zu verpassen wäre nichts verzeihen. Rainer Winkler wird schwere Körperverletzung und Beamtenbeleidigung vorgeworfen. Er soll 2 Hater attackiert und einen Polizisten beleidigt haben. Bereits letztes Jahr wurde er deswegen zu 2 Jahren Haft verurteilt, ohne Bewährung. Doch der YouTuber wehrt sich gegen dieses Urteil jetzt. Er sagt, er sei unschuldig. Ich finde das Urteil ungerechtfertigt. Immerhin bin ich es, der unter psychischem Druck steht, der permanent verbal, körperlich und psychisch angegriffen wird. Ich wurde mit Messern, Schlagstöcken und was weiß ich alles verletzt, angegriffen und was weiß ich alles noch. Und trotzdem stehe ich vor Gericht, wo mich verteidige und was weiß ich alles. Und das auch noch als Schuldiger. Am vergangenen Mittwoch wird Rainer Winklers Haus abgerissen. In Altschauerberg, einem Dorf knapp 40 Kilometer von Nürnberg entfernt. Der Abriss ist die Folge einer skurrilen Auseinandersetzung zwischen dem YouTuber Drachenlord und seinen Hatern. Über Jahre hinweg sind es immer wieder die gleichen Szenen. Die Hater mobben und provozieren Rainer Winkler. Im Internet oder direkt vor seinem Grundstück. Der rastet aus. Alles wird gefilmt und online gestellt. Du bist der fetteste, dümmste Idiot, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Alter, dieses Mal habt ihr echt zu viel Scheiße gebaut. Das war's, Alter. Das kann nicht sein. Ihr seid tot, Alter. Ihr seid tot, Scheiß-Hater, Alter. Schwör ich euch. Ich spüre, wie meine Gehirnzellen selbst mitbegehen, weil die deine Scheiße ertragen müssen. Du hast doch nur 2. Deshalb warst du jetzt auf der Sonderschule. Ich? Ja, und? Ich bin ein Sonderschüler. Besser als ihr alle zusammen. Mit 2 Hatern sprechen wir vor Ort, die anonym bleiben wollen. Sie sind gekommen, um den Abriss der sogenannten Drachenschanze live zu sehen und zu filmen. Ich war gestern das erste Mal hier, um mir das einfach nur noch mal anzuschauen, den Abriss sozusagen, weil wir eben dachten, dass das diese Woche stattfindet. Mhm. Hatten ja auch riesiges Glück damit. Das ist so ein sozusagen historischer Moment. Das Video dieses historischen Moments wird direkt bei Telegram in einer Hatergruppe online gestellt. Fast 30.000 Menschen sind in dieser Gruppe. Es hagelt gehässige Posts und Kommentare. Arme Schanze, die konnte doch nichts dafür, dass so ein dreckiger Oger in ihr gelebt hat. Glaube, der Oger ist psychisch am Ende. Endlich ist diese widerliche, versiffte Schanze abgerissen. Für den Buttergolem muss das Auto und das Hotel reichen. Rainer Winklers Internetkarriere beginnt harmlos vor etwa 10 Jahren in seinem Elternhaus. Er macht das, was viele Menschen online machen: YouTube-Videos. Er träumt von Anerkennung, von Aufmerksamkeit und davon, mit Klicks Geld zu verdienen. Metal-Leute, servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Rainer Winkler muss früh einen Schicksalsschlag verarbeiten. Sein Vater stirbt bereits mit 57 Jahren an Krebs. Im Internet findet er die Möglichkeit, sich zu verwirklichen, wie uns der Polizist Siegfried Archut erzählt, der den YouTuber und seine Familie gut kennt. Meiner Meinung nach hat er Erfahrungen mit Mobbing gemacht, bereits im Kindesalter. Und ich glaube, dass ihn das schon sehr geprägt hat. So wie ich es einschätze, war er vorher sozial sehr isoliert, hatte keine Freunde und hat dann eben festgestellt, dass das übers Internet leichter möglich ist und er dadurch aus seiner Bedeutungslosigkeit herauskommt. Der ehemalige Sonderschüler filmt sich bei banalen Dingen, wie Headbangen. Hey. Beim Spazieren. Die Sonne geht gerade auf. Richtig brutal, blendet mich gerade richtig. Beim Computerspielen. Doch wie der selbsternannte Drachenlord aussieht, wie er redet, gefällt vielen Zuschauern im Netz nicht. Das Mobbing beginnt. Ein tanzender Wischmob. Du bist von Hochdeutsch so weit entfernt wie von deinem Idealgewicht.
Der sitzt auf seinem Stuhl echt wie ein Kartoffelsack, Alter. 2014 kontaktiert einer der Hater Rainer Winklers Schwester. Der YouTuber ist sauer und begeht einen folgenschweren Fehler. Er gibt seine Adresse preis. Irgendjemand hat meine Schwester mit einer PC-Computerstimme angerufen und gemeint, pass auf, ich weiß, wo du wohnst. Wer auch immer das war, traut euch, kommt zu mir. Traut euch, kommt zu mir und legt euch mit mir an. Ich prügel die Scheiße aus euch raus. Ja, letztlich war das der Startschuss, als er seine Adresse selbst öffentlich gemacht hat und die Hater aufgefordert hat, ihn aufzusuchen, haben die das natürlich als willkommene Einladung angenommen. Im April 2015 tauchen erste Videos von seinem Haus online auf. Im Laufe der Zeit kommen immer mehr Hater, um den Drachenlord live zu sehen und ihn zu provozieren. Immer wieder eskaliert die Situation. Der Online-Hass schwappt zunehmend in die Realität. Auch nachts kommen die Hater und terrorisieren den Drachenlord. Eine Überwachungskamera filmt mit. Es ist jetzt ganz früh am Morgen. Man sieht es, die Sonne geht gerade erst auf. Und zwar ist folgende Situation passiert. Man sieht es hier schon am Hof. Hier ist heute Nacht wieder übelste Randale gewesen. Rainer Winkler reagiert zunehmend gereizt und schießt online zurück. Ein Großteil von euch, wette ich 100.000 Euro drauf, ein Großteil von den Hatern ist arbeitslos. Oder jemand, der sein ganzes Leben auf dem Bau arbeitet und damit nicht genug verdient, weil er zu dumm ist, einfach aus seinem Leben mehr zu machen, als es ist. Die Polizei hat vor Rainer Winklers Haus täglich Einsätze. Ich habe für ein Jahr mal eine Auswertung machen lassen. Überschlagsweise sind wir auf 2000 Einsatzstunden in einem Jahr gekommen. Wenn man die tägliche Einsatzbelastung betrachtet, von 5 bis 10 Einsätzen am Tag, dann ist das sicherlich ein Viertel bis ein Drittel der Einsätze, die man abzuwickeln hat. Die Hater machen sich in den sozialen Medien über Rainer Winkler lustig. Sie verstehen ihr Mobbing als Spiel, nennen es Drachengame. Das Game hätte angeblich ein konkretes Ziel. Sauerstoff für meine... Ich denke, der Großteil der Gemeinschaft wird sagen, dass das übergeordnete Ziel ist, dass er sich halt aus dem Internet löscht. Genau, dass er seine Internetpräsenz einstellt, weil es ihm auch merklich einfach nicht gut tut, auch wenn er das nicht einsehen will. Ereignisse rund um Rainer Winkler werden in der sogenannten Drachenchronik festgehalten. Es gibt Facebook-Gruppen, Fanartikel bei Amazon und zahlreiche Fake-Profile von ihm. Manche Hater bestellen in seinem Namen Sachen oder rufen die Feuerwehr. Sie streuen Falschinformationen über Rainer Winkler. Im August 2015 lernt er diese junge Frau im Netz kennen und verliebt sich offenbar in sie. Sie nennt sich Erdbärchen und gibt vor, seine Freundin zu sein. Meiner Süßen, von meiner Erdbeere. Das Ganze geht so weit, dass Rainer Winkler ihr im Livestream einen Antrag macht. Also im Prinzip will ich dich hier live fragen, ob du mich heiraten willst. Nicht unbedingt der romantischste Antrag, aber ja. Doch es stellt sich heraus, Erdbärchen ist eine Haterin, die ihm eine Falle gestellt hat. Vor über 5000 Zuschauern stellt sie ihn live bloß. Fetteste, dümmste Idiot, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Der Drachenlord Rainer Winkler ist tief verletzt. Ich hab gesagt, ich stehe dazu. Besonders perfide, je heftiger er gemobbt wird, je heftiger Rainer Winkler reagiert, desto mehr Klickzahlen gibt es. Mit seinem YouTube-Kanal knackt er als Drachenlord irgendwann die 100.000 Abonnenten. Über Werbung in seinen YouTube-Videos verdient er angeblich mehrere tausend Euro pro Monat. Er entscheidet wohl auch deswegen, das Drachen-Game mitzuspielen. Ein Teufelskreis. Ich zähle quasi den ganzen Spieß mit den Hatern rum. Ich sorge dafür, dass die Hater kommen und weitermachen und weiter trollen. Meine Videos schauen, meine Videos negativ bewerten, denn das Ganze pusht es nach oben.
August 2018. Das Drachengame ufert völlig aus. Zahlreiche Hater haben sich online verabredet und reisen nach Altschauerberg zum Drachenlord. Eine Mischung aus Hassdemo und Festival, trotz Versammlungsverbots. Insgesamt 900 Menschen terrorisieren an diesem Tag einen Menschen. Beim Hausabriss vor ein paar Tagen haken wir bei den Hatern nach. Haben Sie kein Bewusstsein dafür, dass Sie zu weit gehen, dass Sie Grenzen überschreiten, dass Sie auch Straftaten begehen? Natürlich, es gibt ja Vorfälle und es gab Vorfälle, die wir nicht begrüßen können. Selbstverständlich nicht Sachbeschädigung. Rübersteigen über den Zaun, Hausfriedensbruch. Wenn jetzt Rainer Winkler so etwas widerfährt, ja, dass er angegangen wird und dann aggressiv reagiert, haben Sie dann Verständnis dafür? Nein. Warum nicht? Ich denke, er hat es verdient. Die Nachbarn von Rainer Winkler bekommen den Terror hautnah mit und sind teilweise mit den Nerven am Ende. Das ist Wahnsinn. Das kommen ja immer ganze Scharen. Man liegt im Bett, es ist alles dicht und man hört ihn schreien. So brüllt er darum. Das Ganze geht so weit, dass unsere Kinder nicht alleine im Garten spielen. Unsere Frauen hier am Ort gehen, wenn es dunkel ist, nicht alleine auf die Straße und ist mitten in Bayern, in einem 38-Einwohner-Ort. Das ist eigentlich unglaublich, unfassbar. 28. Oktober 2021. Das Drachengame kommt zu seinem traurigen Höhepunkt. Rainer Winkler sitzt nach den jahrelangen Hater-Attacken als Angeklagter vor Gericht. Er soll unter anderem diesen jungen Mann mit einer Taschenlampe geschlagen haben. Wir waren damals da, wir sind an dem Grundstück vorbeigegangen. Und dann ging da eine riesen Alarmanlage mit Scheinwerfern an. Und naja, da hieß es schon noch, verpisst euch. Und sowas wurde gerufen. Und dann wurden wir auch gleich beleidigt, als Pizzagesicht wegen meiner Akne. Und ich war damals ein bisschen dicker. Bei mir hat er dann Fettmoppelchen gesagt. Und naja, dann haben wir uns das halt nicht gefallen lassen wollen. Haben ein bisschen provoziert. War der unprovoziert? Und dann, hat er gleich mit der Taschenlampe durch den Zaun durchgeschlagen. Das Amtsgericht entscheidet damals, Rainer Winkler soll wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung für 2 Jahre ins Gefängnis. Ein Urteil, das für Kritik sorgt. Jurist und Experte für IT-Recht Chanjo Yoon zweifelt in einem YouTube-Video das Urteil an. Das Video ist nicht mal eine Stunde online, da bekommt der Anwalt einen Shitstorm der Hater. Ich bin ja schon lange im Internet unterwegs und befasse mich mit Hasskriminalität und habe auch schon Morddrohungen selbst erlebt. Ich hatte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass es mit dieser Geschwindigkeit und Intensität kommen würde. Die Kommentare waren teilweise sachlich, teilweise waren es aber wüste Beschimpfungen, rassistische Beleidigungen, die ganze Bandbreite, was man so mit Worten ausdrücken kann. Chanjo Yoon glaubt, dass das Urteil auf wackeligen Füßen steht. Ich habe mir die Frage gestellt, lag da eine Notwehrsituation vor? Hat der Rainer Winkler womöglich in Notwehr gehandelt, als er zum Beispiel die Angreifer auf seinem Grundstück eingefangen, in Schwitzkasten genommen hat? Und ich habe festgestellt, dass das Gericht keine Notwehr angenommen hatte, was man durchaus auch anders hätte sehen können. Anders sieht das auch Rainer Winkler. Er hat gegen das Urteil Berufung eingelegt und entschieden, sein Haus an die Gemeinde zu verkaufen. Er macht vor knapp 4 Wochen dieses Video, einen Tag vor seinem Auszug. Ich habe mit YouTube angefangen, Geld zu verdienen und habe dann, als ich gemerkt habe, dass ich damit Geld verdienen kann, gehofft, dass ich irgendwann so viel Geld damit verdienen kann, dass ich mein Grundstück und alles halten kann und damit ich was erreichen kann. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass das nicht funktioniert, weil ich jetzt aufgrund der ganzen Hater und so weiter mein Grundstück und mein Haus verkauft habe. Man könnte sagen, ich habe auf ganzer Strecke abgelost. Mit diesem Auto fährt Rainer Winkler seit dem Verkauf des Hauses quer durch Deutschland. Manchmal schläft er in dem Auto, manchmal in Hotels. Regelmäßig streamt er live. Ey, fuck! Ich habe nicht mal eine Wohnung gekriegt, die auf Regierungsebene gesucht wurde, auf Staatsebene gesucht wurde, weil der Vermieter mich ablehnt, da einzuziehen, dass dies dann das Leben zur Hölle machen. Und auch seine Hater machen weiter. Sie veranstalten aktuell eine Art Schnitzeljagd mit dem Drachenlord. Videos davon werden in Telegram-Gruppen hochgeladen. Er wird auf der Autobahn verfolgt. Polizei! Rainer! Rainer Winkler scheint zeitweise mit den Nerven am Ende zu sein.
Ihm fehlt offenbar eine Perspektive, wie sein Leben weitergehen soll. Die Hälfte haben entschieden, 8 Jahre lang so lange zu mir zu reisen, bis ich mein Haus verkauft habe und umgezogen bin oder weggezogen bin. Die Hälfte haben entschieden, so lange auf mich loszugehen, bis ich mich in den Selbstmord treiben lasse. Was genau erwarten die Hälfte von mir? Was genau versuchen sie zu machen? Sie versuchen mich in den Selbstmord zu treiben. Ich weiß beim besten Willen nicht, wie das noch weitergehen soll. Rainer Winkler spricht von Selbstmord. Wir konfrontieren die Hater damit. Also es ist auch nicht das erste Mal, dass er von Selbstmord gesprochen hat. Meiner Meinung nach macht er das nur, wenn er Aufmerksamkeit braucht. Haben Sie da kein schlechtes Gewissen? Nein, wieso? Wir haben ihn ja nicht aus der Schanze getrieben. Die Hater zeigen wenig Selbstkritik. Heute um 20.30 Uhr entscheidet dann das Gericht, Rainer Winkler muss nicht ins Gefängnis. Wegen Beleidigung, Verleumdung und schwerer Körperverletzung bekommt er 1 Jahr auf Bewährung.